Bits und Bäume hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, die Zivilgesellschaft von Umweltaktivistinnen hin bis zu Hackern zusammenzubringen. Und der Kern von den Projekten der Open Knowledge Foundation von uns wiederum ist, die Zivilgesellschaft durch digitale Teilhabe zu stärken. Und diese Projekte der OKF entstehen zugleich auch aus der Community heraus. Das heißt, ganz viele Ehrenamtliche mit unterschiedlichen Ideen und Fähigkeiten arbeiten hier einfach zusammen. Denn wir sind ja auch auf unserem Planeten nicht einzelne Individuen, sondern wir sind eine Gemeinschaft und wir sind füreinander auch verantwortlich. Um als Zivilgesellschaft unsere gemeinsame Welt ganz bewusst zu gestalten, dafür brauchen wir dann aber ein großes Netzwerk mit ganz verschiedenen Perspektiven. Was uns dafür bei Bits und Bäume eint, ist unser Ziel. Wir wünschen uns eine Zukunft, die für alle lebenswert ist. Das heißt für uns demokratisch, fair, gerecht, mit starken Bürgerrechten und Freiheiten und mit Partizipationsmöglichkeiten. Und spannend ist jetzt eben, wie wir zum Beispiel unsere Ansätze mit offenen Daten, offenen Bildungsmaterialien, freier Software, wie wir mit denen beitragen können zu ganz konkreten Zielen wie globaler Gerechtigkeit oder besserem Klimaschutz. Open Knowledge beinhaltet für uns offenes und auch frei zugängliches Wissen. Das ist ganz wichtig, in der deutschen Übersetzung diese Unterscheidung nochmal mit reinzunehmen. Wenn wir über offene Daten oder offenes Wissen reden, dann ist das Wichtige, dass für alle Menschen weltweit ohne Einschränkungen die Daten zugänglich sein müssen. Das heißt, der Zugriff ist wichtig und die Erlaubnis, die Daten bearbeiten zu können und weiter verbreiten zu können. Wenn wir über offene Daten reden, dann sind das ganz oft staatliche Daten. Das heißt, es geht um Transparenz von staatlichen Prozessen und staatlichem Handeln. Einzige Einschränkung ist, dass es Maßnahmen geben kann und muss, die die Offenheit oder den Ursprung der Daten sichern. Und es geht natürlich nicht um private Daten. Offen heißt für uns ganz oft erst geöffnet. Das heißt, Daten zum Beispiel waren vorher abgeschlossen und nur wenigen zugänglich, etwa Forschungswissen. Wissen ist aber etwas, das einfach nicht weniger wird, wenn wir es miteinander teilen, sondern es wird mehr. Und oft führt tatsächlich geteiltes Wissen auch zu besseren Lösungen. Bei zum Beispiel freier Software müssen Probleme nicht doppelt gelöst werden und viele Köpfe mit mehr Erfahrung stecken einfach hinter dieser Lösung. Offenes Wissen heißt im nachhaltigen Sinne auch Zugang zu Teilhabe, ganz besonders in Bezug auf Regierungsdaten, heißt, dass wir dadurch Transparenz schaffen. Wenn wir wissen, auf welcher Grundlage Politikerinnen und Politiker entschieden haben oder entscheiden werden, dann können wir diese Entscheidungen nachvollziehen, wir können sie mitgestalten, wir können Prozesse von unten heraus anstoßen und eine gewichtige Stimme als Zivilgesellschaft entwickeln. Bildung bedeutet bei uns und in unseren Bildungsprojekten vor allem gemeinsam Personen zu befähigen, Technologien und digitale Tools so zu gestalten und selbst zu entwickeln, dass die gesellschaftlichen Ziele dahinter und vor allem auch die nachhaltigen und fairen Ziele für Gesellschaft Grundlage dieser Technologie sind. Das heißt, bei den Projekten Jugend hackt und bei den Demokratielaboren geht es uns ganz viel um das Ermutigen, eigene Projekte zu planen und die eigenen Vorstellungen von einer nachhaltigen Gesellschaft dann auch sichtbar zu machen. Wir merken oft, dass das Thema Klimawandel auch in der technisch versierten jungen Community total bewegt und beschäftigt und dass sich vor allem gerade bei Jugend hackt auch immer wieder Jugendliche mit Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen auseinandersetzen. Wir hoffen total, dass die Bits und Bäume da Anknüpfungspunkte liefert und wir in coolen Austausch kommen können. Wir wollen es im Jugendforum auf der Bits und Bäume schaffen, konkrete Projekte vorzustellen und gemeinsam an neuen Ideen zu spinnen und hoffen auf ganz, ganz viel Inspiration.